Schirmmaschine, die Blumen rein will. Bäh. Okay, ich hab's verkackt, sorry. Jedenfalls spielen wir jetzt Undertale weiter und hier unten wird uns immer noch der Papyrus angezeigt. Das ist extrem traurig. Na gut, wir spielen einfach mal weiter. So, mit ihm haben wir schon geredet. Der Sense wartet nicht auf uns. Der ist auch woanders. So, hier. Das ist deine Box. Du kannst Items reintun und sie wieder rausholen. Warum solltest du überhaupt? Du kannst die Items nicht benutzen, wenn sie in der Box sind. In Liebe von einem Boxhasser. Ja, so viel dazu. Die Box benutzen. Ja gut, da ist eigentlich... Die Cinnamon Buns werden wir sowieso alle nehmen. Oh, das Faded Ribbon kann ich hier eigentlich wegwerfen. Hier gedropt. So. So, war hier unten eigentlich noch etwas? Ich weiß es nicht mehr. Das Ding hier ist auch stumm. Oh. Ich schwöre, dass ich etwas gesehen habe hinter dem Wasser. Ach ja, genau, stimmt. Das Wasserfall-Secret. Und das ist auch eines der wenigen Blumen, die uns noch was sagen. Auch sehr interessant ist, dass jetzt keine Steine mehr runterfliegen, warum auch immer. Na gut, ist hier wahrscheinlich so eine Dings-Sache. So eine Genocide-Sache, so hier Info. Ja, das ist auf jeden Fall stärker, als das, was wir gerade anhaben. Utze. Na, hier das männliche Bandana. Hier. Ja. Dann throwen wir das mal away. Gedropt. Ja. So. Ah, die anderen. Oben sind wir jetzt auch nicht mehr den Papyrus. Doch, da ist der Papyrus. So, und das ist auch eines der Gründe, warum extrem viele Fan-Theories gekommen sind, dass Papyrus in Wirklichkeit gar nicht tot war. Ja. Ich habe mir die Fan-Theories nicht genau angeguckt. Ich habe die einfach nur mal so, ab und zu habe ich sie auf meiner dort empfohlenen Videoseite gesehen. Jedenfalls ist diese Szene ja ein Grund, warum das öfters vermutet wird, dass Papyrus in Wirklichkeit gar nicht gestorben ist. Aus welchem Grund auch immer. So. Jo, hast du gesehen, wie sie auf dich geguckt hat? Das war awesome! Ich bin so neidisch! Sie hat einfach nur da gestanden und für immer gewartet. Und dann bist du, komm schon. Wir müssen sie verfolgen, um zu gucken, wie sie ein paar böse Leute verprügelt. So. So, 18 fehlen noch. Ja, hier gibt es die Dazwischenboss, die wir töten müssen. Oh, ach ja, genau, stimmt. Die ganzen Puzzle sind hier schon gelöst vom Flowey. So. Aaron. Oh Gott. Ja, wir dürfen den Kill-Counter aber nicht erschöpfen, weil es hier noch ein paar Bosse gibt, die wir davor töten. Also so ein paar Zwischenbosse. Da die Chiron, glaube ich. Die können wir nicht mehr treffen, wenn der Kill-Counter erschöpft ist. Und wenn wir sie nicht getötet haben, sind wir wieder auf dem Neutral Route. Aua, ah, dang it. So. Bam. Du hast gewonnen. 52 XP und 2... egal. So. Da unten hat sie uns aber nicht hingebracht. Oh. So. Kennt das Puzzle ja schon, Leute. Ich weiß, dass ihr es kennt. So. Jetzt noch das letzte und dann haben wir hier die Bridge. Boom. Oh yeah. Oh yes. Das eine. Für eine alleinige Quiche unter der Bank. Willst du mitnehmen? Wir nehmen sie mit. Du hast die alleingelassene Quiche bekommen. So, was steht da jetzt? Weil hier im Genocide steht ja was anderes. Ne, da steht immer noch dasselbe. Okay, hier. Ich war einfach nicht bereit für die Verantwortung. Okay, hier steht das. Hier steht wieder das Neutral-Zeug. Ja, nicht das Neutral-Zeug, das. Genau, hier ist immer noch halt das, aber die dürften jetzt alle stumm sein. Es ist irgendwie ruhig, ja, genau. Hier, diese Geschichten kennt ihr ja schon alle. ja, und wir haben jetzt über uns, wenn wir jemanden begegnen, haben wir jetzt nicht das Ausrufezeichen, sondern das Smiley als Zeichen dafür, dass Shara kämpfen möchte. Weil jetzt sind wir nicht Frisk, jetzt sind wir wirklich Shara. Oder halt Frisk, wie sie von Shara besessen ist, könnt ihr euch aussuchen. Ah. Okay, ich hab's verkackt. So. Boom.
Du hast gewonnen. Leider. Es ist irgendwie ruhig. Na gut, wir werden nachher bei der anderen aber ein paar Mal sterben. Oh, Ferry ist ja gar nicht da. So, oder war der überhaupt hier? Ich weiß es nicht. Jede Geschichte kennt ihr, die können wir in Ruhe lassen. Hui. Ach ja, die Fährenfrau ist auch nicht da. Wir müssen ja auch kein Backtracking machen. Hilfe! Ein Boss! Gosh! So. Die Dinger sind jetzt aber nicht halb so gefährlich wie vorhin. Oh Gott! So. Auch eine witzige Ballettel hier. Ich liebe das einfach, wie viele Ideen der Toby Fox hatte. Ich will gar nicht wissen, wie sehr er sich den Arsch für sowas wegprogrammiert hat. Oh Gott, nee, wo hat mich das Ding denn getroffen? Na gut, anyway. Hui. Oh, da haben die mich aber gut verfehlt. Wie kamen die von da unten? Hier hat Undyne das gemacht. Ja gut, anyway. So, hier ist die Undyne. Oh Gott, ich liebe die Szene einfach. Gott sei Dank ist sie auch im Genocides drin. Ansonsten hätte ich jetzt geweint. Na? Na? Da. Jo, hast du das gesehen? Undyne hat mich berührt. Ich werde mein Gesicht nie wieder waschen. Mann, hast du ein Unglück gehabt? Wenn du nur ein bisschen weiter links gestanden hättest. Jo, keine Sorge. Ich bin mir sicher, wir werden sie wiedersehen. Okay. Ah, nee. Ah ja, hier hatten wir... Ist das ja auch eher Strange Assistant. 16 fehlen noch. Ja, hab ich. Wie hört ihr Ben Kisch nochmal? Weil je nachdem dann irgendwo... 34 HP. Ja, komm, tun wir es mal rein. So, bam. Hier oben, ja, der Nice Cream Guy ist auch weg. Können wir eigentlich... empty. Ist das immer noch so überschrieben? Ja, immer noch. Aber der Nice Cream Guy war hier vorhin, das sehen wir daran auch. Der ist erst kürzlich geflüchtet. Ach ja, was war eigentlich nochmal, wenn wir nach rechts gegangen sind? Habe ich ganz vergessen jetzt. So. Ach ja, rechts war da wahrscheinlich dieser eine Vogel-Dingraum. Ja, ja, genau. Und der Vogel ist interessanterweise da. Und er bleibt auch da. Glaube ich. So, dann. Na? Strange sind! Ach ja, daran, dass es jetzt auch ruhig ist. Kann man auch erkennen, dass diese einige Unterhaltung zwischen den beiden Personen, die wir im True Pacifist sehen konnten, da kurzfristig stattgefunden hatte. Also kurz davor. Und dass die jetzt halt nicht da ist, bedeutet auch, dass die dort nicht entlang gegangen sind. Sondern, was stand da als Info? Ballettschuhe. Diese Schuhe machen dich extremst gefährlich. Okay, läuft. So. So, dann werfen wir es gerade weg. Bam. Und diese Unterhaltung war dann anscheinend auch nur sehr kurz gewesen, bevor wir da entlang gegangen sind. So, mich würde aber trotzdem noch interessieren, zwischen welchen beiden Personen diese Unterhaltung war. So. Oh, Modsmail. Nee, die will ich gar nicht. Oh Gott. Aua. Ding, 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 ding. Hä? Sehr schön. Habt ihr es gehört? Das war die Magie des Balletts. So. Du hast ja, wisst ja schon den Text. Ich hab das Gefühl, bin ich jetzt hier wirklich? Okay, gut, ich bin nicht im Kreis gelaufen. So, und hier der arme Onion-Sun, der ist jetzt auch nicht da. Der ist ebenfalls evakuiert. Wie auch immer wir ihn hätten umbringen können, das verstehe ich auch nicht. Ja, oder der ist jetzt hier dauerhaft unter Wasser, kann ja auch sein. Da, Chiron.
So, und damit, glaube ich, können wir ungehemmt alle töten. Was machen wir erst kurz vor der Begegnung dort? So, fight. Scheibe. Peng, peng, peng. Oh, Scheibe. Oh, das ist... das ist ja eklig. Wartet. Bedeutet das, dass Scheibe nur... Oh Gott. Na gut, komm, dann lösen wir nochmal gerade das Rätsel, weil die Dock-Residue... Ich weiß nicht. Nee, die Dock-Residue können wir eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Nee, komm, dann gehen wir mal weiter. Das ist eine Statue. Oh. Ja, komm. Wir machen wenigstens das hier. So. Dann gehen wir mal weiter. Jo, du kannst auch keinen Regenschirm halten. Wenn du sowieso gehst, dann komme ich mal mit dir. So. Nee, nee, ich habe nur keinen Regenschirm, weil ich böse bin. So. Dann. Oh. Okay, ich hab's verkackt. Weil ich wüsste, dass du mich erbrüchen willst. Sorry, war gerade hier irgendwie so in dem Benchy-Mode nochmal. In dem ich spiel gerade ohne Aufnahme-Mode. Weil ich habe hier noch so einen privaten Spielstand, wo ich da gerade schon beim Sense-Fight bin, um gegen ihn zu üben. Oder habe ich jetzt aus den übersprungen? So, eines Tages hatten wir ein Schulprojekt, wo wir auf eine Blume aufpassen mussten. Der König, wir mussten ihn Mr. Dreamer nennen, hatte uns seine seine Blumen gespendet. Er ist zur Schule gegangen und hat uns über Verantwortung und so beigebracht. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ja, wie cool wäre es, wenn Andein zur Schule käme. Sie würde alle Lehrer verprügeln. Oh, Gott sei Dank, der Text hier ändert sich auch nicht. Vielleicht wird sie keinen Lehrer verprügeln. Sie ist so cool, um irgendeinen unschuldigen weh zu tun. So, willst du damit etwa sagen, dass Lehrer unschuldig sind? Komm, du kannst gerne näher kommen. So. Ach, wir können ihn gar nicht ansprechen. Boah, ich finde die Szene hier so cool. Davon hätte der Tobi gerne mehr reintun können ins Spiel. Nö. Und jetzt kommt hier noch eine kleine Änderung, weil wir halt im Genocide sind. Jo! Diese Kante ist viel zu hoch. Jo! Du willst Andein sehen, richtig? Geh auf meine Schultern. Ja, und jetzt sagt er uns noch eine Sache, die er uns im Pacifist nicht gesagt hätte. Ah, ja, versuch das nächste Mal etwas weniger brutal zu sein. Nebenbei, ich suche nach einem anderen Weg. Bis später. Oh. Das Monster geht so cool. So. Dann hier, 13 verbleiben. Okay. Dann kommt jetzt hier wieder der Undyne-Fight. So. Undyne kommt und an den wilden Fight. Oh yeah. Ich mache jetzt Musik. Ich mach jetzt Musik. So. So. Aber beim ersten Schlag nicht mal wissen, wie Undyne uns da verfehlen konnte. Sie hat uns ja den ganzen Weg blockiert. Jetzt müssten sie eigentlich nur auf dem Weg vor uns blockieren. Oh! Das sind aber auch interessante Patterns, die sie da hat. No! Mamma mia! Um jetzt mal hier so in Sandspeak zu sagen. Nicht Sans Papyrus. Boah, das war knapp. Aber ich wurde besser darin. So, oh! Gosh. Ich habe das den ganzen Tag geübt. Ganze Tage und Stunde und Minuten. Oh yeah. Und jetzt bin ich hier der Pro im Speer ausweichen. Der neue deutsche Volkssport. Und hier fragt man sich wieder, wie man so eine Brücke bauen kann. Genau, stimmt, wir mussten nach rechts raus. Der Ausgang von der Brücke und die Rettung liegt rechts. So, erinnert euch noch daran, der Papst Franziskus hat das ja mal gesagt. Überall, wo Leute Hilfe brauchen, sollen sie nach rechts gehen. Und dann haben sich letztens auch hier Sachsen und so gehalten bei den Wahlen. So, ja?
Die Fahranimation ist immer noch so geil. So. Ich glaube, jetzt können wir ungehemmt alle töten. Es hört sich an, als würde es von da hinten kommen. Oh, du bist runtergefallen, oder? Geht's dir gut? Hier, steh auf. Chera, hä? Das ist ein schöner Name. Ja. Und jetzt sind das ja auch wirklich unsere Erinnerungen. Also nicht unsere, sondern die halt jetzt hier vom Frisk, die jetzt halt von der Chera besessen ist. So. Jetzt kommt sie wieder 13 verbleibend. Ach nee, stimmt, jetzt kommt ihr gar nicht das von wegen. Ein endloser Kreislauf an Müll, der runterfällt in endlose Schluchten. Und so weiter halt. So, hier, wenn wir den True Pacifist geschrieben hatten, stand da ja, dass wir ihn schwach getätschelt haben und wir uns dann schlecht gefühlt haben. Hier steht jetzt, du schlägst den Dummy mit voller Stärke. Fühlt sich gut an. Oh. Und jetzt kommt er hier. Bam, bam. Das ist jetzt auch der Grund, warum wir seinen Cousin dort töten mussten, am Anfang in den Ruinen. Idiot! Du denkst, du kannst mir wehtun! Ich bin ein Geist, das in einem Dummy lebt! Mein Cousin hat auch in einem Dummy gelebt, bis du kamst! Deine Aktionen haben nicht nur sein Zuhause verlassen haben, aber nun, alle seine Nachbarn sind auch weg! Abartig, abartig, abartig! Du bist die schlimmste Person, die ich je getroffen habe. Du machst dich immer wütender. Gah! Meine Mannequin-Level steigen gen Himmel. Jo. Das ist dieses Gefühl. Heureka! 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 Mensch! Dieser Moment von dieser ungehemmten Emotion. Er hat mir erlaubt, endlich mit meinem Körper zusammenzuwachsen. Das macht mich so glücklich. Ich bin nun komplett körperlich. Mein lebenslanger Traum ist wahr geworden. Ich denke. Oh, dafür werde ich dich nicht zerstampfen. Wie klingt das? Das ist der Glätz-Dummy. Und ihn müssen wir jetzt leider umbringen. Das arme Vieh. Denn jetzt ist er körperlich und deshalb war er jetzt verwundbar, also sterblich. So, und obwohl wir für keine XP bekommen, mussten wir ihn töten, um hier weiterzukommen. 12 verbleiben. So, dann gucken wir jetzt mal hier, ob hier jetzt immer noch dieses Vieh ist. Nö, der Vogel ist jetzt nicht mehr. Okay, der ist also doch nicht geblieben, hab mich schon geirrt. Verschlossen. Na gut, jetzt so an ins Haus zu gehen, wäre auch witzig. So, hier. Ah, zu Bluki können wir, oder doch, wir können zu Bluki ran, aber wir sind weder seine CDs noch Bluki selber und wir können uns auch nicht hinlegen. So, Spiderweb. Na gut. Ja, und wir können auch nicht mit dem Ding hier reden. Es ist verschlossen. Ja gut, das war halt Metatons Haus. Oh, die ganzen Schnecken sind auch weg und was ist mit der Schneckenrennbahn? Ist hier was? Nö, ja, auch nicht. Voll traurig, alles evakuiert. Na gut. So, oder halt auch nicht gut. Das könnt ihr irgendwie entscheiden. 12 verbleiben. Oh yeah. Dann werde ich mich mal hier. Ach ja, genau, hier noch. Also bist du hergekommen. Wie traurig. Ich würde deinen Müll überhaupt nicht gerne kaufen. Dann hier Schicksal. Wirklich? Du willst reden? Lange Zeit zuvor haben Eska und ich gesagt, dass Flüchten sinnlos wäre. Wenn wir weggehen würden, würden die Menschen uns nur töten. Ich fühlte mich ein wenig betrogen, als er seine Meinung geändert hat. Aber nun denke ich, vielleicht hat er recht gehabt. Denn schließlich, selbst wenn wir nie gegangen sind, kam ein Mensch, um uns trotzdem zu töten, oder? Oh. Ach du Schande, wie viel Gold wir haben!
Deshalb kann man sich die Temia aber auch hier im Genocide nicht kaufen, weil man die einfach instant hätte. So, komm, dann jetzt über Threed. Ich habe zu lange gelebt, um von etwas wie die Angst zu haben. Versuch es, Kinder. Oh Gott, die Sans-Nummer. Ich weiß, dass du es dir nicht kannst. Wissen wie dieses ist der Grund, warum ich so lange überlebt habe. Ja, wir können ihn nämlich überhaupt nicht töten. Und er weiß das auch. Wir können ihn nicht töten, weil wir nicht in einem Kampffenster sind, sondern in einem Shopfenster. Und das weiß er im Gegensatz zu diesem Hasen in Snowed In. Im Gegensatz zu diesen Hasenverkäufern. Das ist wirklich witzig. Dann kämpfen. Dich bekämpfen? Ich bin kein Held. Ich war niemals einer. Und nebenbei, diese alten Knochen sind schon lange nicht mehr fürs Kämpfen da. Und das ist eine Lüge. Er war mal ein Held. Er war das große Vorbild von Undyne. Mehr dazu finden wir auch noch am Ende des True Pacifists hinaus heraus, dass ich ja hierfür aufgeschoben habe, damit wir ein Happy End bekommen. Eine Attacke von dir und ich werde... Du... Oh Gott. Das lässt einen wirklich erschwingen. Zumindest tue ich damit, mit dir zu reden. Anderen genug Zeit kaufen, damit sie entkommen können. Held. Ich bin nicht ein Held. Aber ich weiß, es gibt da jemanden. Jemanden, der niemals aufgibt, für das richtige Ding zu kämpfen. Egal was. Das ist keine Prophezeiung oder Legenden über irgendjemand wie diesen. Es ist einfach nur etwas, was wahr ist. Dass jemand da ist und dich vernichten wird. Ja, davon gibt es gerade zwei, aber er meint nur eine Person, nämlich halt die Undyne, die bei ihm halt so eine Art Schülerin war. So, hier die River Woman ist auch nicht da. Und die wird's auch nicht im Hotland sein. Ach so, das hatten wir schon alles hier. So, dann, ich werde hier kurz cutten, um die nötigen Monster... Oh Gott, ich will ihn nicht töten. Aber das Witzige ist, wenn wir ihn jetzt wegflexen, dann bekommen wir seinen Kill zugeschrieben, als auch den von Aaron. Das ist hier etwas sehr Witziges. So. Ohne dass wir den Temi eigentlich wirklich wie getan haben. Böhm. Es gibt keinen Grund für einen Badeanzug. Ach du Schande! Aua. Na gut, ja, er ist jetzt tot und jetzt kann ich euch auch so zeigen. Also ich weiß nicht, ob ich mich irre oder nicht, aber im letzten Mal kam es mir so vor. Wenn es stimmt, dann sollte da jetzt noch 10 stehen. Also sollten jetzt eigentlich beide Kills angerechnet bekommen haben. Ne, okay, es war doch nur ein Kill, den wir angerechnet bekommen haben. Na gut, ich kann dann jedenfalls, bis wir die Nobody Came Nachricht bekommen. Bis später, Leute. But nobody came. Jo, wir sind jetzt soweit. So, und es gibt noch eine Sache, die ich gerne von ihm kaufen würde. Hier, was war es? Looks like a crap. Ah, Speed up in Battle, genau. Warte, wie viel halt das hier? Gucken wir mal gerade. Vielleicht können wir es ja benutzen. So, hier Items, Crab Apple. Info. 18 HP. Okay, das ist halt weniger als unsere Cinnamon Buns. Dann droppen wir das mal. Unsere Cinnamon-Buns zahlen auch viel zu wenig, aber ich möchte jetzt wirklich nicht hier unsere, wie heißen die denn nochmal, genau, hier unsere Schneemann-Stücke schon dafür verschwenden, die brauchen wir wirklich beim Sans-Fight. So, aber, wir kaufen uns hier den, Seti, weil der uns etwas Geschwindigkeit gibt und ich weiß nicht, ob ich das nicht vielleicht etwas, irritieren könnte bei dem Kampf gegen Undyne, aber, ja, wir nehmen den einfach mal mit. Hier, Info, wie viel halt er? Ja, 10 HP. Ja, komm. So, normalerweise wäre es noch dort besser, diese Sachen von ihm zu kaufen, die hier die Invulnerability verbessern. Aber das lassen wir einfach mal. So. Ich möchte es jetzt ohne diese Items schaffen. Vor allem haben die auch extrem geringe Def. Also, ne, mal gucken. So. Da, und jetzt gucken wir noch im Tempelchen nach. Gibt's keinen Sound? Das hatten wir schon mal.
Determination, stimmt, hier kommt jetzt. Warte, steht da jetzt Determination oder? Ja, hier steht Determination, nicht Determination. Oh, da hinten hast du sie noch. Starte von Tem. Ja, das sind wir schon. Du fühlst dich beobachtet. Okay, gut, das Ding hier hat sich nicht geändert. Und hier ist, glaube ich, noch was im Tem-Shop. Hoi. Oh Gott. Die Musik. Und wir können jetzt die Cinnamon Buns übrigens auch noch verkaufen, die wir kostenlos bekommen haben. Aber es lohnt sich hier nicht, weil wir hier nicht River Woman haben, um hin und her zu gehen. Deshalb, ja, Talk. Say hello. Hoi, I'm Tammy. Okay, about yourself. Hoi, I'm Tammy. Tell me your history. Okay, daran hat sich irgendwie nichts geändert, außer der Musik. So. Ah, wisst ihr, was mich schon immer mal interessiert hatte? Wir gehen hier mal gerade raus und tun was in die Kiste. Ich möchte wissen, ob da ein besonderer Text kommt, wenn man die Tempflakes isst. Also, ich habe noch nie Tempflakes gekauft. Ich bin jetzt mal gespannt. Nee, wir nehmen natürlich die on sale. What the fuck? So, ja, ja. Thanks, Boschage. Exit, so. Da hier Tammy Flakes und Info. Oh Gott. Nur abgerissene Teile von gefärbten, von gefärbter Pappe. Okay, gut, da steht nichts Besonderes. Schade, wäre auch zu witzig gewesen. Lel? Ach so, ja. Och, serios. So, wartet, wir können noch hier den Weg, glaube ich. Okay, wir kennen den Weg doch nicht. So, dann müssen wir den Weg hier wieder von vor. Oh Gott. Dann noch mit der Nobody Came Nachricht, ist das so nervig. So, oh, können wir eigentlich noch sehen, wenn wir hier entlang gehen? Ach ja, genau, oh. So. Jetzt kommt hier das Puzzle, ja. But nobody came. Oh yeah. So. Das ist ja einfach so traurig mit dieser Musik. So, vor allem ist die Musik auch fucking gruselig. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass das hier das Your Best Friend Theme ist? Das ist schon krass, oder? Hm? Ihr gebt mir keine Antwort? Nee? Okay, schade. But nobody came. So. Genauso wenn ich versuche, bei einer Comedy-Show ein Publikum zu bekommen. But nobody came. Ja gut. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich muss vielleicht. Oh, jetzt sind wir wieder in diesem Raum hier. Vielleicht irritiert ihr euch ja noch. Hinter dir. Nee, hinter dir. Nee, wir hier schon nochmal hinter dir. Nee, ich weiß die Stimme nicht mehr. Sieben menschliche Seelen. Mit der Kraft von sieben menschlichen Seelen wird unser König, König Asgore Dreamer, ein Gott. Mit dieser Kraft wird Asgore endlich die Barriere zerstören. Er wird endlich die Oberfläche zurück von der Menschlichkeit nehmen. Und wird uns zurück und wird uns und wird sehen den Schmerz und das Leiden zurückgeben, das wir aushalten mussten. Verstehst du, Mensch? Das ist deine einzigste Chance. Gib mir deine Seele, oder ich werde sie aus deinem Körper rausnehmen. Hä? Sind wir nicht mehr? Ja, sag mir nicht, wir sind nicht mehr im Genocide. Ah nein, ich werde mir Kampf helfen. Jo. Was geschafft? Anein steht direkt vor dir. Du hast die erste Reihe Sitze in ihrem Kampf. Warte. Gegen wen kämpft sie? Hey! Du wirst meinen Eltern nicht darüber sagen, oder? Wir sind doch noch hier im Genocide, oder? Weil das war, glaube ich, ein Neutral-Text.
Hat sie in Genocide einen anderen Text gehabt? Ich weiß es nicht. Das müssten wir mal nachgucken. Hier ist immer noch Silence. So. Hier steht hier Determination. Ja, Determination. Dann sollten wir noch... Oder sehen wir jetzt, ob wir hier, nun in dem Genocide sind oder nicht. Jo! So, ja, er kommt nur ganz langsam näher. Ich weiß nicht. Wenn jetzt gleich was Bestimmtes passiert. Jo, Andan hat mir gesagt, ich soll von dir wegbleiben. Sie sagte, du hast... Ja, okay, gut. Wir sind noch in der Zeit. Sie hat gesagt, du hättest eine Menge Leute wehgetan. Aber, jo, das ist nicht wahr, oder? Jo, warum antwortest du mir nicht? Und warum... Was ist mit dieser... Mit diesem Gesichtsausdruck? Ja, wir sind auch im Genocide. Oh! Oh, Mann. Mann, mein Herz schlägt sich aus meiner Brust raus. Was würde Andan tun? Jo. Du bleibst besser, wo du bist. Denn wenn du irgendjemand anderen wehtun wirst, willst du erst du... Wirst du erstmal durch mich durchgehen müssen. Und... Check, Monster Kids. Zwei Attacke, zwei Defens. Sieht aus wie freie XP. Oh Gott! Wir könnten ihn auch verschonen, aber wir müssen leider Genocide machen. Ist weh. Nicht nur Andan, uns auch. Andan! Geht's dir gut? Schmerz, es ist nix. Nächstes Mal hörst du zu, wenn ich dir sage, dass du gehen sollst. Okay. Andan, ich... Ich werde mich hier um kümmern. Geh hier weg. Oh. Oh, er sieht sich schon auf. Aber hier kommt noch was. Es ist nix. Nicht... Irgendwie mit einem Schlag. Ich bin schon, verdammt. Papyrus, Elphys, Escor. So, hier werd ich. Ich habe versagt. Aber hier kommt jetzt der Kampf des Lebens. Nein. Sie resistet noch. Ein Körper. Er fühlt sich, als würde er auseinandergerissen werden. Als würde ich jeden Moment in eine Million Stücke zerrissen werden. Aber tief, tief in meiner Seele habe ich ein brennendes Gefühl, das ich nicht beschreiben kann. Ein brennendes Gefühl, das mich nicht sterben lässt. Dies ist nicht mehr nur über Monster, oder? Wenn du durch mich durchkommst, wirst du sie alle zerstören, oder? Monster, Menschen, alle. Die Hoffnungen von jedem, die Träume von jedem, werden in einem Instant kaputt gehen. Ja, sie weiß noch nichts über Sans. Aber ich werde dich das nicht tun lassen. Genau jetzt tut jeder der Welt. Ich kann deren Herzen als eins schlagen fühlen. Ja, dasselbe hat er schon der Ezreal gesagt und am Ende des True Pacifist Modes. Und wir alle haben ein Ziel, dich zu besiegen. Mensch, nein, was auch immer du bist. Für die gesamte Welt. Ich, Andan, werde dich vernichten. Oh, ihre Stimme tut wirklich weh. So, und jetzt haben wir hier Andan Neo. Oder Andan Neo? Nee, irgendein anderer Name. Nee, Andan the Undying. Nee, Andan the Undying. Also Andan die Unsterbliche oder der Andan nicht, die Nicht-Gestorbene. Du wirst etwas Besseres versuchen müssen als das. Ja, The Hero appears und das Hintergrundlied heißt Kampf gegen eine wahre Heldin. Und das, glaube ich, tut hier wirklich alles unterstreichen. Check. 99 Attack, 99 Death. Also praktisch die Stärke, die wir hätten, wenn wir das Real Knife und das Closet hätten. Eine Heldin, neu geformt von ihrer eigenen Entschlossenheit, um die Erde zu retten. So, und hier, der Kampf gegen sie ist abartig hart. Wie habe ich das geschafft? Na gut, noch war es ja nicht so so schwer. So, und an ihr werde ich mir jetzt hier alle Zähne ausbeißen. Das kann ich euch jetzt schon sagen.
So. Das ist ja noch der Anfang hier und ich habe jetzt schon versagt. So, ja, hier dran werde ich wahrscheinlich so mehrere Stunden üben müssen und das werde ich dann aber auch offscreen machen. Oh Gott. Nein, wie? Go! Gott! Nee, komm, Siban. So, und die ist wirklich krass. Und es wird noch krasser, Leute. So. Also, ja. Hier hat der, also es gibt einen großen Unterschied zwischen den Bossen im Genocide und True Pacifist. Im Genocide sind deren Attackenmuster immer vorgegeben, welche Reihenfolge sind. Ein großer von denen einfach. In dem True Pacifist Modus sind die Attack-Patterns immer unterschiedlich. Das ist der große Unterschied zwischen Genocide und True Pacifist, denn im True Pacifist hat man ja die Möglichkeit zu resetten aus dem Grund, um Happy Ends zu bekommen, sich mit allen zu befreunden und alles. Das wird auch einfach noch dadurch unterstrichen, dass man Elphys nicht beim ersten Mal schon sich mit ihr befreunden kann, sondern erstmal resetten muss. Im Genocide-Modus hat der Reset wirklich einfach nur die Funktion, dass wir die Gegner auswendig lernen. Und es gibt so gut wie keine Möglichkeit, den Gegner wirklich bei dem ersten Versuch umzubringen. Wer das schafft, der ist ein Master of Tohu, nenne ich das mal. Boah, das war fies. Oh Gott. Nee, come on. Komm her, Paul, das kann doch nicht sein. So. Uff. So, aber wer das hier beim ersten Versuch schafft, Respekt. Oh Gott, nee. Nee. Da war ich wieder fast von uns gegangen. Schande! 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 Oh Gott, nee, jetzt sterbe ich. Diese Runde hier, ja. So, und ich werde jetzt hier offscreen etwas gegen sie üben, Leute. Deshalb, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Oder auch nicht, weil wir Undyne töten müssen. Na gut, bis zur nächsten Folge jedenfalls. Ciao!